Folge Nummer 42, glaube, von City Skylines mit dem DLC Snowfall. Wir sind im Berchtesgadener Land, haben letztes Mal dieses Gebiet gebaut, welches jetzt noch ein paar Straßen braucht. Das machen wir auch gerade. Die Verbindungswege hier halt von ja da oder auch nicht da, sondern vielleicht da, noch nicht da. Noch da. Ja, der Blitz hat mir gerade gezeigt, dass das passt. Da nicht. Dann vielleicht hier noch so. So, ne? Passt. Und vielleicht hier quer durch auch noch. So, dann können die da lang, da lang. Hier nicht, aber vielleicht hier, ne? Kriegt man das hin? Warte mal, dann machen wir mal hoch. Gewitterangst. So, dann können die von da nach da auch. Da freuen die sich bestimmt tierisch drüber. Ich glaube, so ist schon ganz gut, oder? Hier wäre vielleicht sogar noch möglich. Aber können wir eigentlich noch hier machen, ne? Ja. Geht das? Ich glaube, das geht, ne? Ja, ist doch gut. Dann können die auch zu Fuß da lang laufen, ne? Ja. Haben wir das erst. Wie ist hier? Hier vielleicht auch noch sowas? Okay, das ist wohl zu niedrig. Dann müssen wir da noch eine Stufe höher. Das geht. Ja, machen wir es da hin, ne? Und dann können wir die andere Seite natürlich auch noch machen. So, dann haben wir das auch. Können die da lang, da lang, da lang gehen. Sehr schön. Und dann brauchen wir hier, wie hier unten sehen, grünes Gebiet. Jetzt ist die Frage, was passiert da in dem grünen Gebiet? Hier ist Workplace. Und, ach so, wir hatten auch arzttechnisch, glaube ich, ein Problem hier, ne? Ne, schultechnisch war das, ausbildungstechnisch war das Problem da, ne? Ja, wollten wir dieses Mal machen, haben wir gesagt, ne? Ah, da müssen wir eine Dingens hier weghauen wohl, ne? Und da noch hin? Da passt es leider nicht, ne? Naja, aber hier passt es doch irgendwo letztens hin, ne? Ach so, hier war das. Mhm, genau. Ja, komm. Und der zweite da, oder wie ist das? Ja, würde nur so funktionieren, ne? Zack, passt. So, und hier müssen wir das gleiche nochmal machen. Dann machen wir das hier hin. Dann ist da drüben gegenüber auch noch ein bisschen grün. Und den zweiten machen wir hier hin. Oder hier. Zack, passt. Das ist die Oberschule, ne? Haben wir hier irgendwo eine Oberschule? Da, 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 mehr nicht. Aber die ist... leider hierfür jetzt zu groß. Da wäre sie natürlich hingegangen, wenn wir die Brücke da nicht gebaut hätten, ne? Obwohl, glaube ich auch nicht. Ne, die passt hier leider nicht hin, die Oberschule. Dann ist das halt so. Dann bleibt sie da erstmal weg. Arzttechnisch ist da drüben was, aber hier nicht. Ja, zack, ne? Da in der Kurve passt es nicht. Kommt der Arzt dahin? Brandtechnisch haben wir eine Feuerwehr hier. Da vorne ist Feuer. Hier nicht. Können wir die auch dahin machen? Können wir auch dahin machen, ne? Würde auch da funktionieren. Komm, zack, dann dahin. Polizei brauchen wir nicht. Nein. Schule haben wir. Bustechnisch sind wir hier natürlich ganz schlecht angebunden, wie wir sehen. Also, ne, wir wollen das haben. Ah.
da schon ganz cool, denke ich. Und da ist auch ganz gut. Warte, der kommt da rein, dann fährt er hier weiterhin. Dahin. Dann dahin. 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 Dorthin. Und da dann wieder raus. Machen wir hier noch einen hin. Wieso ist denn das schon doppelt? Passt doch irgendwas nicht. So ist noch einfach. Da passt es auch noch. Da passt es auch noch. Gut. Und wo ist eine Wechselstation? Das ist die Frage, ne? Da ist eine U-Bahn. Aber da ist schon genug Verkehr, ne? Ich denke mal, wir sollten hier in diese Richtung kommen und das machen, ne? Ach, hier, warte mal, hier war der Busbahnhof irgendwo doch, oder? Wo ist er denn? Hier ist er eigentlich. Nee, da will ich eigentlich keinen Bus, keine Bushaltestelle hinmachen. Dann würde ich sie eher hier hinmachen wollen. Und dann hat sich das schon erledigt, weil die Straße da total in ein Wohngebiet geht, was ich hier gar nicht will. Also ist das da verkehrt. Dann würde ich es eher hier hinsetzen. Gibt es hier keine Auffahrt? In diese Richtung gibt es keine Auffahrt. Da kann man nur abfahren. Hat man da was vergessen, ne? Das ist nicht gut. Wenn ich das jetzt dahin mache und das dahin, wer weiß, wo die langfahren, ne? Aber machen wir mal, ne? Macht eine Weltreise dann. Okay, aber das ist halt so. Hier gibt es auch noch keinen Bus. Komm, dann mach den mal zu, damit die Linie steht. Und wir müssen definitiv hier auf dieser Autobahn noch eine Auffahrt haben. Da haben wir was Wahnsinniges vergessen, ne? Kriegen wir das irgendwie so hin? Weiß ich noch nicht. Machen wir den anderen hier an. Zack, geht halt so, ne? Jetzt würde ich gerne die Buslinie noch mal sehen. Okay. Die macht eine Weltreise, ne? Um dahin zu kommen. Okay, ich glaube, wir ändern da noch mal was. Das war hier, ne? Aha, jetzt hat's geklappt. Nee, ich wollte den auf der Seite haben. So passt's. Und jetzt hat er auch dann hier das angepasst. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann ist alles gut. Hier ist ja auch der U-Bahnhof und dann ist ja alles gut. Die U-Bahn ist noch nicht angeschlossen, sehe ich gerade, ne? Das sollten wir vielleicht noch tun. U-Bahn da. Nee. U-Bahn da. Nee. Ist das U-Bahn? Ja, das ist U-Bahn, das müssen wir haben. Nee, das ist die Linie.
Wieso werden jetzt nicht alles angezeigt? Ah, hier ist es. Hä? Das ist schon U-Bahn, ne? Wo ist denn die Röhre? Hier wird keine Röhre angezeigt. Ich jetzt voll daneben. Hä? Ich habe doch hier schon einen Bahnhof gebaut, oder? Und da ist doch auch schon eine Linie, also eine Zuglinie. Was ist denn das jetzt? Da gibt's nur das, oder was? Muss ich da jetzt einen runtergehen und dann geht's, oder was? Ja, tatsächlich. So passt's, ne? So, und dann das. Und wo fährt er los? Da fährt er los. Sollte man diese Linie noch erweitern, ne, oder? Wahrscheinlich. Das passt aber nicht. Jetzt müsste man das hinkriegen, dass diese Linie auch dahin kommt, wo ich sie hinhaben will. Linie zum Hinzufügen einer Haltestelle ziehen. Ja, dann machen wir das doch mal. Geht aber nicht. Doch, geht. Ist da jetzt eine Haltelinie hingekommen? So, jetzt möchte ich diesen da noch, diesen Punkt da bearbeiten, aber nicht so. Oh, das ist wieder so richtig prickelnd hier, ne? Kannst du doch wieder vergessen, oder? Nee, das will ich ja so nicht. Ich glaube, jetzt hat er es gemacht, was ich wollte, ne, oder? Ich glaube, das ist eine Linie jetzt, die wir haben, ne? Können wir ja hier auch nachgucken. Ja. Jetzt haben wir eine große Linie, ne? Die hier lang fährt. Sehr gut. Das war das Ziel. Gut, haben wir das. Ja, und sind die denn hier am Meckern? Zu teuer alles oder was? Nicht genügend Wärme. Gut, gerne. Thermo, Dings da Bums da. Geothermie oder ein Kesselhaus? Ja, hier wird sich doch schon das Kesselhaus setzen wollen. Hier ist doch Industriegebiet, ne? Da macht sich doch so ein Thermohaus dazwischen ohne Probleme, ne? Zack. Und zack. Passt. Heizungsverfügbarkeit sollte wieder gegeben sein, oder? So, das haben wir. Jetzt müssen wir noch zu dem Wohngebiet. Das war aber so rum, wo ich das vorhin ausgewählt habe, ne?
Weil wir brauchen noch nicht das, sondern das. Und wir brauchen hier ganz viele große Häuser zur Autobahn hin, damit der Krach so ein bisschen da aus dem Wohngebiet wegbleibt. Das war so die Idee dahinter. Da auch. So ist es, ne? Und dann brauchen wir noch ein bisschen Kommerz. Machen wir da rein. Vielleicht doch nicht so, oder? Hier in der Mitte machen wir kleine Häuser hin. Hier wollten wir Dingens machen. Geht nicht, da ist ja auch glaube ein Friedhof oder sowas. So. Da sitzt schon was. Da noch. Und hier machen wir den Nahkauf hin. Geht so, oder? Jetzt geht der Balken auch schon runter, alles ist gut. Oh nee, das war falsch. Sorry, aber ihr sollt da schon wohnen. Gut, dann haben wir das auch. Ja, hier können wir auch noch was basteln, ne? Also Freiflächen haben wir hier auch noch genug, aber momentan geht der Balken hier runter. Sollte eigentlich noch relativ gut sein, ne? Da ziehen wir noch ein bisschen was nach. Und hier wollten wir wahrscheinlich freilassen wegen der Straße oder sowas. Machen wir das hier gerade noch fertig, oder? Da geht auch noch und da geht auch noch. Die Kacheln nicht mehr. So, jetzt ist das erstmal gut. Wunderbar. Haben wir das auch. Hier sind auch noch Freiflächen, weiß ich noch nicht, wofür die waren. Jetzt haben wir auch kein Wasser mehr. Okay, das weiß ich gar nicht mehr, ob wir das letztes Mal auch schon hatten. Wieso ist denn das eine nicht angeschlossen? Kann das sein? Oder es ist angeschlossen, aber das kriegt da kein Wasser. Das ist das Problem, ne? Dann reißt das doch mal gerade ab. Und ja, bau das dann neu hin. Und ja, komm, wenn wir schon dabei sind, machen wir noch einen mehr dahin. So, jetzt kriegen wir auch Wasser dazu, oder? Sieht gut aus, oder? So, noch einmal das aus und vielleicht den Überblick wagen für gewisse Sachen, die noch nicht so toll sind, wie dass Friedhöfe voll sind oder sowas. Ne? Das wollen wir nochmal gerade überschauen, so wie hier. Dann kein Platz mehr, lernen wir das. Das ist allerdings eine Mülldeponie. Hier alles im grünen Bereich, sieht so aus, oder? Hier ist auch kein Platz mehr, müssen wir auch räumen. Was haben die für ein Problem? Kranke Bürger, okay, gibt es da keinen Arzt? Wahrscheinlich nicht, ist erstmal so. Hier in diesem Bereich ist alles gut. Hier sieht es auch gut aus. Hier ist auch gut. Und hier hinten. Da gibt es, glaube ich, keine Kunden. Okay. Und hier fehlen die Arbeiter, ist auch okay. Da müssen wir dann noch dran arbeiten, dass die Arbeiter kriegen, ne? Da sind wir aber im Endeffekt ja auch mit unterwegs, weil wir hier schon wieder ein neues Wohngebiet gemacht haben und sowas. Gut, würde ich sagen, haben wir das erst. Kümmern wir uns nächstes Mal um weitere Dinge, die wir dann vielleicht, ja, weiß ich auch nicht,
hier an den Balken vielleicht machen, irgendwie Industriegebiet und Kommerz vielleicht noch, aber vielleicht müssen wir hier auch erstmal wegen ausgebildeten Arbeitern gucken oder so. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao!